Hey Leute, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie ihr diesen Wasseraufzug hier bauen könnt. Viel Spaß mit dem Video. Dafür braucht ihr einen Wassereimer, einen Seetang, ein bisschen Bone Meal, ein Soul Sand, zwei Schilder und Baublöcke. Und zwar viermal so viel, wie wo ihr bauen wollt. Also wenn ihr jetzt 16 Meter den Aufzug hochbauen wollt, dann braucht ihr ein Stack Glas. Ihr beginnt damit, dass ihr ein Loch in den Boden macht und dort Soul Sand reinmacht. Dann umrandet ihr das Ganze mit Glas und baut euch so hoch, bis ihr da seid, bis wo ihr dann eben den Aufzug haben wollt. Wenn ihr das fertig habt, dann geht ihr wieder hier runter und macht euch einen Eingang. Daneben platziert ihr jetzt wieder Baublöcke und platziert daran Schilder. Dann geht ihr wieder hier hoch. Platziert ganz oben Wasser. Wenn ihr die Schilder richtig platziert habt, dann sollte das Wasser hier jetzt nicht rausfließen. Als nächstes platziert ihr dann Seetang auf den Soul Sand und lässt es mit Bone Meal so weit wachsen, bis es nicht mehr weiter wächst, also bis der Seetang dann ganz oben ist. Dann könnt ihr den Seetang wieder zerstören und den oben wieder einsammeln. Wenn ihr euch jetzt hier reinstellt, dann werdet ihr automatisch ganz schnell nach oben katapultiert. Das war's auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like oder auch über ein Abo freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.